Halli, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Let's Play Minecraft Life in the Woods mit und von eurem Das Steffen Zock. Und heute machen wir auch gleich mal weiter und werden, denke ich mir mal, unseren Steinwall um das Dorf anfangen. Ich muss so schauen, wo ich genau damit anfange, weil das ist nicht ganz so einfach, einen Anfangspunkt zu setzen, wo ich den Wald anfange. Ich würde fast sagen, einfach mal so als Anfangspunkt nehmen wir hier die Stelle. Man muss ja auch erstmal einen Anfangspunkt haben. Dann würde ich da rüber gehen. So quer einander runter. So. Nicht so einfach werden, aber man muss ja auch erstmal einen Anfangspunkt haben, wie man baut, eine ungefähre Einheitshöhe. Ich will jetzt einfach nur so den Grundriss machen, der auch verdammt schwierig werden wird. Ah, schon verbaut. So. Na komm, so. Also die Höhe muss ja eigentlich beibehalten, ne? Wirklich etwas schwieriger, dass man ungefähr bei der Höhe bleibt. Und ja, das wird noch ein ganz schwieriges werden. Man muss dann bis ungefähr dahin ziehen, würde ich sagen. Eieiei, das wird doch keinen Spaß werden. Dieses Teil zu bauen, das wird auch so ein Megaprojekt werden. Und die Höhe muss ich ja ungefähr beibehalten, sonst wird das ja nichts. Ich glaube, ich muss dann letzten Endes behelfsmäßig wirklich eine Brust bauen, dass ich da rankomme an die Höhe, als irgendwann so hoch wird und ich nicht rankomme. Ach, wie viele Bugs immer. So. Und wie backt das hier? Aber okay. So.
gesagt, das wird noch ein mega Projekt werden hier. Diesen Wall zu bauen, rings um das Dorf herum. Eieieiei. Ich glaube, ich habe mal ein bisschen zu viel vorgenommen, was das angeht. Puh. Was ich da noch an Steinen brauche. Aber es muss ja alles ungefähr eine einheitliche Höhe haben. Dann muss ich ja den Betrieb auch noch höher ziehen. Oder auch nicht. Das ist das große Problem, wie ich das dann alles mache. Im Prinzip muss ich hier höher gehen. Noch. Und das wird das Schwierige werden, so anzugleichen, dass es alles passt. Noch eine Heidenarbeit werden, das optimal hinzubekommen, aber ich werde mein Bestes geben, um hier einen ordentlichen Wald zu bauen. Hier geht überall abwärts. Das sage ich auch immer, wenn es überall bergab geht und man Augenblick irgendwo ein Loch fliegt. Darauf habe ich am wenigsten Bock bei Minecraft. So. Einmal schlafen gehen. Na, sehe ich, viele Steine habe ich schon gar nicht mehr. Eieieiei. Aber letztendlich muss es ja irgendwie von der Höhe so angleichen, dass ich einen relativ sicheren Wall habe, wenn man es so nimmt. Ab da brauche ich dann im Prinzip nicht mehr erhöhen. Und wenn dann nur um eine Etage. Du ungefähr, da kann man das halt mit Erde auch noch ein bisschen angleichen, die Höhe. Das könnte was werden, eventuell. Auch nur eventuell. Wie gesagt, da habe ich mich wirklich auf ein riesen Mega-Event, Mega-Projekt eingelassen hier. War ich ja wieder super schlau. Aber gut. Was macht man nicht alles, um seine Zuschauer zu unterhalten? Ich weiß, der war gut, ne? Unterhalten. So, da würde ich sagen, bauen wir hier hochwärts. Wie gesagt, es muss ja immer irgendwo angegriffen sein, dass man von außen nicht reinkommt. Da muss ich ja hier mindestens auf die Höhe. Wenn ich das jetzt richtig sehe. Was ich hoffe, ist, dass ich mir das hier unnötig schwer mache. Was ich mir glaube ich so und so mache.
was die Höhe des Falls angeht. Weil das einfach mal total übertrieben ist. Was ich hier mache. Aber okay. Wo ist ja rüber, da lang, da wir so schräg. Nein. Ich glaube. Ich baue mir erstmal. Wo soll ich hier quer rüber? Dass ich einen Querschnitt habe, wie ich es ungefähr machen möchte. Da muss ich noch unten und oben erhöhen. Also ausgleichen. Aber ich muss erstmal hier so einen kleinen Kunstschnitt haben, wo lang er gehen soll. So, dann muss er noch ein Stück hoch. Dann müsste er im Prinzip hier noch hin, bis hierher. Ich würde sagen, machen wir ein bis Oberkante, dann ist hier rüber, dann quer. Also. Hier. Dann quer rüber. Bis hier. Dann hinüber. Da muss er hierher. Also muss ich hier rüber. Den muss ich etwas versetzen. Hierher. Das muss weg. Haben wir es so. Dass es nicht in die Quere kommt, würde ich sagen. Ich würde das einfach mal ein bisschen wegmachen hier. Machen wir halt ein bisschen Terraforming. Das hier einfach nicht mögen bei Minecraft, aber es gehört halt dazu. So. Jetzt muss ich wieder in die Mine und ja. Sehr, sehr, sehr viel Steine haben. Wohl so übel. Anderes bleibt mir ja nicht übrig hier, wie es aussieht. Aber okay. Was macht man nicht alles, um einen sicheren Schutzwall um sein Dorf zu haben? Da übertreibt man auch gerne mal ein wenig. Und ja, ich übertreibe mal gar nicht zu wenig. Wie ihr schon seht. Und ja, wie es weitergeht, seht ihr dann in der nächsten Folge, denn die Folgenzeit ist sogar schon wieder um leider. Ich hoffe, euch hat es viel Spaß gemacht zuzuschauen und hoffe, ihr seid beim nächsten Mal auch wieder dabei, wenn es heißt
Let's Play Minecraft mit und von eurem Dorf, der verzockt. Ich wünsche euch noch eine schöne Zeit und bis zum nächsten Mal. Möge die Macht mit euch sein, meine Minecraft-Padawane. Ciao, ciao, ciao mit Doppel-Pau. Tschüss.